Spielregeln von Klaus Teubers Catan, das Spiel. So, wir haben jetzt alles vor uns hingelegt. Jetzt sehen wir diese Teile hier. Das wird jetzt ein Aufbau variabler Form. Das heißt, wir können diese Teile, wo die Häfen dran sind, muss nach oben schauen. Und diese Teile werden wir jetzt aneinander reihen. Und zwar variabel. Also es gibt zwei Seiten. Einmal nur See und einmal mit Häfen. Wir nehmen die Hafenseite. Und wir werden es variabel zusammenstecken. Das heißt also, ihr könnt das durch ein Zufallsprinzip, welches ihr selbst bestimmt, einfach zusammenlegen. So, guckt, ich tausche hier einfach welche aus. Das ist ganz egal. Nur das Einzige, was wichtig ist, dass die Häfen nach oben scheinen. So, damit haben wir unser Spielbrett schon mal den Ausmaßen entsprechend aufgestellt. Gut, als nächstes kommen die Landesfelder dran. Das sind diese Teile mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken. So, die drehen wir um, dass die weiße Seite nach oben sind. Ordnen sie ein bisschen. So, und jetzt fangen wir an, was haben wir denn da? Da ist ja eins falsch rum. So, und fangen an, diese jetzt zu mischen. Ups, wenn mal eins runterfällt, dann hast du nicht drauf geguckt. So. Jetzt sind ein paar mehr runtergefallen. So, okay, jetzt kommen die auf das Spielfeld. Jetzt nehmen wir einfach immer das oberste ab, damit das jetzt ein bisschen schöner aussieht. Machen wir das schön gerade. So, jetzt nehmen wir das oberste ab, drehen es um und platzieren es an einer Stelle in eurem Board. Nehmt den nächsten und platziert den daneben. Wir wollen es ja variabel halten. Das heißt, wir können überall jede Art hinpacken. So. In dem Fall kommt schon die Büste und das nächste. Also absolut gemischt kommt das jetzt komplett drauf. Ihr könnt das wirklich, wie ihr wollt, drauf platzieren. Aber vorher, also jetzt nicht wie ihr wollt, sondern dann hättet ihr ja einen Vorteil. Das heißt also, wie es auch vom Stapler, vom gemischten Stapel kommt, das ist wichtig, nicht wie ihr wollt. Nee, nee, nee. Das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, ne? So, jetzt legen wir einfach weiter an, bis unser Spielfeld voll ist und damit haben wir dann auch schon unser Grundspielfeld beendet und dieses ist nun montiert. Super, bei euch kann es ganz anders aussehen, ganz anders. So, kommen wir zum Platzieren der Zahlenchips. In unserem Fall habe ich sie umgedreht und habe sie nach Buchstaben geordnet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ne, das wisst ihr ja. So, jetzt nehme ich das in meine Hand und jetzt legen wir das an eins der Ecken, sprich hier oder dort, wo ihr halt anfangen wollt, legt das hin. A kommt dahin. Daneben links, also gegen den Uhrzeigersinn, kommt dann C, D, E, F, G, H, I, J. Auf die Sahara, auf die Wüste kommt keins. Also gehen wir, lassen wir es aus und gehen weiterhin vor. So, L, M, ne, wie so eine Schnecke bewegen wir uns jetzt in diese Richtung gegen den Uhrzeigersinn nach innen, von außen nach innen, bis wir dann da sind. Sind alle dann verteilt? Dreht ihr sie um? Dass es aus den Buchstabenchips die Zahlenchips werden. Das haben wir doch klasse hinbekommen, Leute. So, jetzt bekommt jeder Spieler vier Städte. Das sind diese Chips hier. Da ist eine richtige Stadt drauf abgebildet. Fünf Dörfer. Das sind diese. Oder Siedlungen. Diese Siedlungen bekommt jeder. Und 15 Straßen. Die Straßen sehen so aus. Das sind Straßen. Und das bekommt jetzt jeder, der mitspielt, bekommt einen Satz davon ausgehändigt. So, jetzt kommen diese Kartenhalter zum Einsatz. Da kommen jetzt die Rohstoffkarten rein. Wir haben fünf Stück davon. Dazu gibt es jetzt noch diese Karten hier. So, das sind die Ritterkarten, das sind die Fortschrittskarten, was haben wir noch? Bibliothek
Marktplatz, Rathaus, Kirche und Universität. So, die packen wir zusammen und mischen den Stapel mal kräftig durch. Richtig schön durchmischen. Und dieser Stapel kommt jetzt abgedeckt, also mit der hier so Katan-Siedler-Emblem nach oben in das freie Fach, was noch übrig war. So, dann haben wir noch die beiden Entwicklungskarten, die Sonderkarten, entschuldigt, mit der längsten Handelsstraße und dem größten Rittermacht. Die werden offen neben das Feld gelegt und nicht zu vergessen, wir brauchen auch noch die Würfel. So, dann kommen wir auch noch zu unserem Freund hier. Das ist der Schurke, der Räuber, der Chief. Der kommt immer auf die Sahara. Der kommt immer auf die Wüste. Damit sind wir jetzt in der Gründungsphase angelangt. Die Gründungsphase erstreckt sich über zwei Runden, in der jeder Spieler zwei Straßen und zwei, hier sind Straßen als Beispiel, zwei Straßen und zwei Siedlungen baut. Zwei Siedlungen und zwei Straßen. Danach ist die Gründerzeit abgeschlossen. So, jetzt geht's los. Erste Spielrunde. Jeder würfelt und der, der die höchste Zahl hat, also ich habe jetzt eine 7. Okay, dann bin ich jetzt dran. Was habe ich denn? Ich habe eine 6, also bin ich nicht zuerst dran. Okay, also bin ich zuerst dran mit meiner 7. Ich habe gewonnen, daher bin ich als Erster dran. Ich darf als Erstes so eine Siedlung setzen. Oh yeah, ich setze die Siedlung hier. Die Siedlungen werden immer an solchen strategisch sinnvollen Punkten gesetzt. Und dazu setze ich noch eine Straße. Die Straßen dürfen immer an die Siedlung heranragen, das heißt also in diesem Mittelfeld. Das heißt, hier könnte ich eine setzen, dort oder dort. Ne? Ich kann auch überall, wo ich möchte, meine Siedlung setzen. Ihr solltet aber immer schauen, dass ihr in der Mitte von drei Rohstoffen eure platziert. So, jetzt ist der nächste dran. Ich wähle jetzt mal eine rote Karte. Und sehe gerade, dass ich das falsche Teil gegriffen habe. Nee, habe ich gar nicht. Da, Siedlung. So, und dieser setzt sich jetzt auf die andere Seite. Lieber dorthin. Dorthin setzt er sich jetzt. Immer auf eine Kreuzung muss er sich auch bauen. Und er darf auch eine Straße setzen. Damit ist die erste Runde abgeschlossen. Die erste Runde ist jetzt für den Blauen natürlich noch nicht abgeschlossen. Der darf nämlich auch noch setzen. Der setzt sich hier oben hin. Und baut auch eine Straße. So, damit ist der Blaue auch fertig und die erste Runde ist abgeschlossen. Kommen wir nun zur zweiten Runde. Die zweite Runde verläuft gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, die erste vorhin, die Startperson, war der Orangene. Danach war der Rote dran und dann der Blaue. Jetzt drehen wir es um und jetzt ist damit wieder der Blaue dran. Das heißt also, der Blaue fängt jetzt an. Danach ist der Rote und am Schluss ist der Orangene dran. Okay, erste Runde Uhrzeigersinn, zweite Runde gegen den Uhrzeigersinn. Und ab dann geht es immer gegen den Uhrzeigersinn. Gut, damit ist ja jetzt wieder der Blaue dran, weil der war ja als Letztes in der ersten Runde dran. Und der setzt jetzt eine weitere Straße irgendwo an eine Kreuzung, nur nicht direkt neben einem Kontrahenten seine Siedlung. Wir werden jetzt mal hier setzen. Ne, da ist schöner. Und eine Straße in diese Richtung. Ja, also wie, wo ihr wollt, könnt ihr das setzen. Er hätte auch hier unten setzen können. Kein Problem. So, jetzt war er dran. Jetzt ist der Rote dran, weil wir ja gegen den Uhrzeigersinn arbeiten. Jetzt ist der Rote dran und der setzt sich hier vorne hin und baut hier seine Straße. Ne? Gleiche Regel, ihr könnt überall setzen, nur nicht direkt neben einen Kontrahenten. So, damit ist der Rote jetzt auch fertig und guter Letzt in dieser Runde ist jetzt der Orangene dran. Also ist in der zweiten Runde der, der als allererstes in der Gründungsphase begonnen hat, als Letztes dran. So, und er setzt jetzt seine Straße hier. Da setzt er seine hin. Und daneben macht er die. Zweite Runde damit fast abgeschlossen. So, jetzt kommen wir dazu. Es gibt ja die Rohstoffkarten, die haben wir hier.
Und die zweiten Siedlungen, die gesetzt worden sind, das ist diese bei Rot, diese bei Grün, bei Orange hatte ich den gesetzt und der blaue war da hinten. So, das heißt, jeder Spieler, wir fangen jetzt mit unserem blauen mal an, bekommt jetzt an der zweiten Siedlung jeweils die Rohstoffkarte für die angrenzenden. Das heißt, in dem Fall bekommt er einen Stein und zweimal Holz. So, die darf er sich dann nehmen. Zwei Holz, weil zwei Holz oben unten, das ist dort am Angrenzen. Und einmal Stein, das grenzt dort drüben an. Das heißt also, diese Karten kann sich jetzt der blaue Spieler vor sich hinlegen. Das gleiche gilt auch für den roten, der hat ja hier unten gebaut. Der bekommt jetzt einmal Lehm, einmal Getreide und einmal ein Schaf. Seht ihr das? Schaf, Getreide, Lehm. So, die Karten kann er sich dann auch einsacken. Plopp, plopp, plopp. Und an seine Seite legen. Dann gibt es noch unseren orangenen Spieler. Dieser hat einmal Getreide, einmal Schaf und einmal Holz. Quatsch, Stein, entschuldigt. Diese drei Rohstoffkarten bekommt er ausgehändigt. Super. Um nicht zu vergessen, jeder Spieler sollte noch eine Baukostenkarte bekommen. So. Die werden den Spielern dann ausgehändigt und da stehen die Baukosten drauf. Für eine Straße zum Beispiel, das kostet einmal Holz, einmal Lehm. Dafür bekommt man eine Straße. Eine Siedlung kostet einmal Holz, einmal Lehm, einmal Getreide und einmal ein Schaf. Eine Stadt kostet zweimal Getreide, dreimal Stein. So, und die Entwicklungen kosten so viel und dann natürlich was anderes. Das wird dann zur Entwicklungskarte. Das steht ja dann da drauf, wenn ihr die zieht. So, nun kommen wir zur dritten Runde. Jetzt geht sozusagen los. Die Gründungsphase ist abgeschlossen. Jetzt fängt wieder der an, der als allererstes vorhin angefangen hat. Das war der Orangene. Und der dann in der zweiten Runde als letztes sein Dörfchen da gesetzt hatte. Mit zwei Würfeln werden jetzt die Zahlen ausgewürfelt, die ihr ja auf dem Spielfeld seht. Das heißt, wir haben eine 8 gewürfelt. So, jetzt schauen wir uns das Spielfeld an. Eine 8 kommt. Das heißt, der blaue Spieler, der darf eine Steinkarte bekommen. So. Blauer Spieler eine Steinkarte und ansonsten haben wir nichts in dieser Runde. Doch, da unten ist noch eine 8. Das heißt, unser orangener Spieler, der Anfangsspieler, der darf auch etwas bekommen und zwar eine Lehmkarte. Lehm für unseren orangenen Spieler. Haben wir sonst noch 8 auf dem Feld? Nein, ich sehe keine mehr. Sehr gut. Zu wissen ist das wichtig. Immer gucken, wo die Zahlen dann sind, wo ihr angrenzt, bekommt ihr dann die Karte. Wenn eine Siedlung drauf ist, bekommt ihr die Rohstoffkarten ausgehändigt. So, nachdem jetzt der Rohstoffträger ausgewürfelt worden ist, darf dieser Spieler, der jetzt dran ist, in unserem Fall war das der Orangene, darf er jetzt Handel treiben. Nicht wahr? Er darf jetzt mit Mitspielern tauschen. Das ist ein Binnenhandel. Aber auch ohne Mitspieler kann er dann tauschen. Das ist dann der Seehandel. Der Mitspieler, der dran ist, in unserem Fall war das der Orangene, der darf so lange Handel treiben und auch so oft tauschen, wie er seine Rohstoffkarten ihm das zulassen, welche er auf der Hand hat. Ne? Das sind die Rohstoffkarten, die er auf der Hand hat. Solange die Handel und Tausch zulassen, darf er handeln, bis er dann sagt, ich habe hier noch, der Nächste ist dran. So, jetzt machen wir mal einen Binnenhandel. Der Orangene möchte zum Beispiel, was hat er denn noch nicht?
Er möchte gerne Holz haben. So, dann sagt er jetzt, wir sagen jetzt mal zu einem anderen menschlichen Spieler, dem Blauen als Beispiel, ich hätte gerne Holz. Hast du Holz für mich? Dann sagt der Blaue, okay, ich habe Holz. Ich will dafür aber Stein haben. Und dann sagt er, okay, du bekommst ein Stein gegen ein Holz. Ihr dürft nichts verschenken, das ist verboten. Aber ihr dürft tauschen. Also ihr dürftet auch jetzt knappe Rohstoffe auch gegen zwei Sachen tauschen. Zum Beispiel, ich brauche jetzt, also der Orangene braucht unbedingt Holz. Das heißt, ihr könntet sogar zwei Sachen dafür geben oder auch seine ganzen Karten, egal, um dieses Holz zu bekommen. Wenn der Gegner bereit ist zu tauschen, ist dieser Tausch abgeschlossen. Das war ein Binnenhandel. Kommen wir jetzt zum Seehandel. Das kann jeder Spieler in seiner Runde dann auch noch machen. Wenn man seine Siedlung an einem Hafen errichtet hat, gibt es andere Regeln als im Inland. So, in unserem Fall haben wir keinen am Hafen, ergo könnte jetzt der orangene Spieler mit drei Karten nicht tauschen, weil der Tausch bedeutet immer 4 gegen 1. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen cheaten. Hier, unser orangener Spieler hat jetzt wieder 4 Karten. Er sagt, ich brauche unbedingt Stein. Dann darf er 4 Karten in den Stapel zurücklegen. Hier, zweimal Holz, einmal Getreide und ein Schaf. Damit hat er 4 Stück in den Kartenhalter getan und darf sich eine dafür holen. So, das heißt, jetzt gerade hat er einen Seehandel betrieben, der gar nicht am einem See liegt, sondern im Inneren. 4 gegen 1. Das war ein Seehandel im Inland. So, jetzt kommt die andere Form des Seehandels, die ist etwas günstiger. Ich nehme jetzt mal das weiße Dorf, pack das hier an einen Hafen dran. Das hier sind Hafensfelder. Wenn ihr dort etwas gebaut habt, dann könnt ihr in diesem Fall, wenn er dort gebaut hat, 2 gegen 1 tauschen. Das heißt, 2 Karten, sagen wir mal, zweimal. So, wir haben jetzt einmal Rohstoff. Das dürfen wir dann tauschen 2 zu 1 gegen Holz nur. So, das kommt in den Kartenstapel. Dafür bekommt er einmal Holz. Wir wissen ja vorhin, Inland 4 zu 1. Und jetzt Spezialhafen 2 zu 1. Das gilt aber nur an dieser Stelle für Holz. Das habt ihr auch auf dem Spielfeld mit Stein, mit Getreide, mit Lehm und den Schafen. Das sind alles Spezialgebiete. In den anderen, in diesem dort, also wir bauen jetzt mal als Beispiel hier drüben eine Siedlung hin. So, wenn da eine Siedlung stehen würde, würde es heißen 3 zu 1. 3 zu 1 tauschen. In dem Fall aber nicht nur das tauschen, sondern das alles Mögliche, was ihr tauschen wollt. Also, wir tauschen jetzt mal diese 3 Rohstoffe, weil wir an diesem Hafen gebaut haben, als Beispiel in Getreide. Das heißt, wir haben gerade 3 zu 1 getauscht. So, hier drüben, zur Erinnerung, ging das 2 zu 1 gegen Holz. Wenn ihr andere Stoffe an diesem Hafen, könnt ihr andere Stoffe natürlich auch tauschen, aber nicht 2 zu 1, sondern dann zu den normalen geltenden Hafenregeln. 3 zu 1, wie ich gerade erklärt hatte. Das ist noch eine Besonderheit mit den Hafen. Das ist dann der Seehandel. 2 Versionen beim Seehandel gibt es. Alles klar? So, kommen wir dann weiter. Jetzt ist der nächste dran. Dann kommt das gleiche wieder. Es wird wieder gehandelt. Es wird wieder ausgewürfelt. Jetzt ist es die 3. Als Beispiel werden wir jetzt noch die 3 nutzen. Hier ist die 3. Also kriegt der Orangene jetzt einmal aus dem Stapel Steine. Wir scannen weiter. Da ist noch eine 3. So, das ist Lehm für den Roten, weil nur der Rote daran angrenzt. Einmal Lehm für den Roten. Sehr gut gemacht, Roter. Jetzt kann er wieder Handel treiben, Seehandel betreiben, etc., etc., etc. Was er auch machen kann, ist, er kann bauen. Er kann Straßen bauen. Wenn er zum Beispiel hat
einmal Holz und einmal Lehm. So, das heißt, einmal Holz und einmal Lehm würde sein Eigentum sein. Das heißt, er gibt einmal Holz und einmal Lehm in die Stapelhalter. So, und so. Und bekommt dafür in seiner Farbe ausgehändigt eine Straße. Die kann er dann an einer Siedlung bauen oder an die Straße heranragen. An den Zwischenteilen kann er das immer vollziehen. Das heißt, wie ihr seht, ein anderer könnte jetzt nicht mehr hier durchbauen, weil es ist nur eine Straße erlaubt pro Bereich auf der Karte. Das heißt, versucht immer, einen Bereich der Insel so abzubauen, dass kein anderer mehr reinkommt. Dann könnt ihr eine Metropole dort errichten oder ein Supergebiet, wo ihr richtig absahnt. Noch eins zur Abstandsregel. Wenn man eine Siedlung baut, dann darf an den angrenzenden Schnittpunkten kein anderer Spieler eine Siedlung errichtet haben. Ansonsten dürft ihr diese dort nicht errichten. Das ist noch so eine kleine Abstandsregelung, wenn man Siedlungen errichten möchte. So, ich glaube, die Regeln der einzelnen Spielzüge sind dir jetzt klar. Nochmal zusammenzufassen, man würfelt, die Nummer des Würfels ergibt dann die Rohstoffe der angrenzenden Siedlungen. Dort zieht man sich dann die Rohstoffe raus. Dann kann man in der Runde Straßen bauen, Siedlungen bauen, Städte und jetzt auch Entwicklungen. So, Entwicklungen kann man bauen, wenn man diese drei Rohstoffe einzahlt. So, das heißt also, wir haben einmal Getreide, dann Stein und ein Schaf. Der Spieler möchte das jetzt kaufen. Diese drei kommen dann in den Stapel zurück. Immer schön ordentlich. Und bekommt eine Entwicklungskarte auch aus dem Stapel. So, dann hätten wir da Fortschritt. Eine Fortschrittkarte, Erfindung. Wenn Sie diese Karte ausspielen, nehmen Sie zwei Rohstoffkarten Ihrer Wahl vom Vorrat. Das heißt, wenn man die ausspielt, einmal die Runde darf man eine ausspielen, dann darf man zwei Rohstoffkarten sich entnehmen. Es gibt auch noch andere Karten, wie zum Beispiel Siegpunktkarten, Fortschrittskarten und Entwicklungskarten. Ich zeige die jetzt mal kurz. So, hier haben wir Siegpunktkarten. Wenn man die zieht, kriegt man halt einen Punkt. Ziel des Spiels ist ja, 10 Punkte zu erreichen. So, Erfindungskarten gibt es. Das ist auch Fortschritt. Wenn Sie diese Karte ausspielen, nehmen Sie zwei Rohstoffe. Das ist, glaube ich, auch jetzt klar. Fortschritt, wenn Sie diese Karte ausspielen, sehen. Was ist ein Monopol? Fortschrittskarte. Wenn diese Karte ausspielen, wählen Sie einen Rohstoff. Alle Spieler müssen Ihnen von diesem Rohstoff alle Karten geben, die Sie besitzen. Ich glaube, das ist auch klar. Monopol, Siegpunkt ist auch klar. So, Siegpunkt, Siegpunkt, Siegpunkt. Hier, Ritterkarten. Wenn Sie diese Karte ausspielen, versetzen Sie den Räuber und ziehen bei einem der betroffenen Spieler eine Karte. Das werden wir gleich noch erklären mit dem Räuber. So, Siegpunkt, Kirche, Siegpunkt. Beim Ritter ist es ja immer das Gleiche. Ich glaube, das war es dann auch gewesen. Straßenbau. Also die noch, genau. Straßenbaukarten gibt es auch noch. Dann darf man zwei kostenlose Straßen bauen. Also, die könnt ihr euch kaufen durch die Entwicklung. Ihr könnt euch Städte kaufen, Siedlungen und Straßen. Immer wenn ihr dran seid und wenn ihr die Rohstoffe habt. Jetzt zum Schurken. So, die Schurkenkarte wird gespielt, wenn man als Würfel eine 7 bekommt. Dann kann der Räuber bewegt werden. Und dann vom Spieler, der gerade dran ist, auf ein Feld gesetzt werden. Und in diesem Feld wird, sagen wir jetzt mal hier, wir haben das auf die 10 gesetzt, der Nächste bekommt eine 10 als Würfel. Das heißt, der Rote würde dann eine 10, also etwas Getreide kriegen. In dem Fall würde der Räuber es verhindern. Der Räuber kann auch bewegt werden, wenn eine Karte gezogen wird. Dort kann er dann mit auch den Räuber ziehen. Hier haben wir sie. Wenn Sie diese Karte ausspielen, versetzen den Räuber und ziehen bei einem der betroffenen Spieler eine Karte. Dann kann man auch den Räuber versetzen auf ein anderes Feld. Ansonsten wird er nur bei einer gewürfelten 7 aktiv. Zu den Ritterkarten ist noch zu sagen, da gibt es eine größte Rittermacht.
Ne? Das sind erstens zwei Siegpunkte, die man dann bekommt. Und diese Karte erhält der Spieler, der zuerst drei Ritterkarten vor sich aufdeckt. Kann ein anderer Spieler mehr Ritterkarten aufdecken, so muss ihm die Karte sofort übergeben werden. Da ist auch noch was anderes zu sagen. Wenn man eine Ritterkarte ausspielt, so, Ritterkarte wird gespielt, dann kann man ja den Räuber ziehen und einem der betroffenen Spieler eine Karte rauben. Ne? Fällt sie Räuber und ziehen sie bei einem der getroffenen Spieler. Das heißt, wir setzen jetzt den Räuber um, wir spielen die Karte auf und ziehen dann eine Karte von dem Spieler. Verdeckt. Also der hält uns sie dann vor und wir ziehen eine raus und haben eine Rohstoffkarte ihm geklaut. Durch den Ritter. Der Spieler, der beauftragt, bekommt die Karte aus der verdeckten Hand gezogen, habe ich hier gesagt. Wer zuerst Ritterkarten offenlegt, ist der größte Rittermacht. Das hatten wir auch gerade schon durchexerziert. Sobald ein anderer Spieler es hat, ist auch klar. So, das heißt, Ritter ist auch klar. Das haben wir. Das haben wir. Eins noch, jetzt im Laufe des Spiels baut ihr mehrere Straßen. Wenn ihr die längste Straße erbaut, dann bekommt ihr die längste Handelsstraße. Es sind auch zwei Siegpunkte. Diese Karte enthält der Spieler, der zuerst fünf zusammenhängende Straßen besitzt. Das heißt, wenn man eine fünfte Straße, die zusammenhängend ist, 1, 2, 3, 4 und dann noch eine fünfte dahin baut, dann hat man diese Karte verdient. So, kann ein anderer Spieler längste Straße bauen, so muss ihm die Karte sofort übergeben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Siegpunkte, wenn wir fünf Straßen gebaut haben, die aneinander hängen. Ansonsten müssen wir diese Karte wieder abgeben und der andere hat dann zwei Siegpunkte. So könnt ihr euch Siegpunkte sammeln. Das passt doch ganz gut. Eins noch, wenn wir eine Stadt bauen, das heißt diese Rohstoffe einsetzen und dafür eine Stadt errichten, diese hier, die bauen wir jetzt mal dahin, wird die dann ausgesetzt, dann bekommt ihr, wenn jetzt eine 11 gewürfelt werden würde, zweimal die Rohstoffe, die eigentlich aus der 11 kommen. Normale Siedlungen einmal, Städte zweimal. So, wer also 10 Siegpunkte erreicht und an der Reihe ist, gewinnt das Spiel. Siegpunkte erhält ein Spieler, für eine Siedlung ein Siegpunkt. Für eine Stadt zwei Siegpunkte, für die längste Handelsstraße zwei Siegpunkte, größte Rittermacht zwei Siegpunkte und Entwicklungskarten, diese zählen dann auch jeweils ein Siegpunkt. Das Spielende ist dann erreicht, wenn einer 10 Siegpunkte erreicht hat und dann beendet er sofort das Spiel und er gewinnt. So läuft das ab. Und da kann man natürlich noch viel Taktik reinsetzen. Schaut euch an. Am Anfang braucht man immer Lehm und Holz. Beide benötigt man auch Straßen für Siedlungen. Man sollte am Anfang seine Siedlung zumindest an einem guten Lehm- und Holzfeld errichten. Das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp. Der Hafen, der Wert der Hafenstandorte sollte nicht unterschätzt werden. Wenn zum Beispiel Siedlungen oder Städte an guten Getreidefeldern besitzt, sollte im Laufe des Spiels eine Siedlung am Hafenstandort Getreide gründen. So kann man nämlich da auch noch Fett punkten. Man sollte bei der Gründung der ersten beiden Siedlungen darauf achten, genügend Hinterland zu besitzen, damit man sich weiter ausbreiten kann. Die Gründung beider Siedlungen in der Inselmitte ist gefährlich. Schnell sind die Wege von Mitspielern blockiert. Das hatte ich ja am Anfang schon mal erklärt. Versucht so alles hier so abzuarbeiten, dass ihr ein Teil bekommt. Ne? Wer viel handelt, hat bessere Chancen. Ruhig auch mal dem Spieler, der an der Reihe ist, von sich ein Angebot machen. So, ich glaube, wir haben jetzt alles ganz gut erklärt bekommen. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Das dauert so 75 Minuten, bis ihr eine Partie komplett durch habt. Es macht wirklich Spaß. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.